Ach, noch, noch, noch. Warte nicht, ob der Auslass genau mitgenommen ist, wahrscheinlich, gell? Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Machen wir ein bisschen Geld hier. Weiter, weiter. Stückchen noch. Damit's passt. Stückchen noch. Noch, 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 noch. Schön mittig rauffahren. Brauchen einen neuen Anhänger. So, ja, so passt. Wird entladen. Oh, das geht doch Versuch schnell. mal in der Lok einzusteigen, Ed. 44.000 hat das gebracht. Okay. Nee, kann nicht einsteigen. Schade. Noch nicht raufspringen auf die Lok? Nee. Es bringt da nichts, du wirst ja nicht mitgezogen. Ich bleibe ja stehen. Das waren jetzt 44.000. Ja. Okay. Ich habe jetzt den Rest von Raps, den wir zu Hause haben. Ich fahre dann mal runter zum Daten. Zum Daten. Dann habe ich da drüben unser Feld weg da. Gut, also wir hätten noch ein Feld zum Sehen, gell? Aber mit der Sehmaschine, was haben wir denn an Sehmaschine, so ein Angebot? Ja. Das hat ja nicht funktioniert, gell? Ich mach Geld, du machst kein Geld. Bräuchten wir die Horsch. Die braucht 270 PS Traktor. Ja, das haben wir doch. Lock. Ja, wir könnten uns aber die Horsch, also die Pronto 9DC mieten und einen Traktor mieten, dann bräuchte man nur noch einen Arbeitsgang, wenn wir ja direkt Zeit haben. Bräuchte nicht mehr Grobmann vorher. Das heißt, wir wären sehr viel effizienter. Also, Trims. Ja, dann machen wir das halt. Kostet halt mal ein bisschen was so mieten. Ja. Ja, aber Mieten, ich weiß nicht, ist Mieten wirklich effektiv? Wir können es uns eh nicht leisten, also müssen wir es mieten. Jetzt brauchen wir halt natürlich einen passenden Traktor dazu, gell? Jo. Ich gebe dir ja noch ein bisschen Geld. Verliert das jetzt? Das zeigt er mir nicht. Doch, jetzt 8000. So. 8000, 5000 Raps. Traktor. Wir Okay. brauchen starken, haben wir gesagt. Sollen wir da schön so Das sind ja Mods? Tonnenpreise, die wir sehen. Fünfundneunzig, 288. Das sind halt gewaltige Traktoren, die wir hier bräuchten. Aber wir könnten ja auch den anderen Mist dann verkaufen. Ja, aber dann hätten wir wenigstens ein paar. So, was kostet denn der uns? Der kostet 25.000 Mieten. 25.000 Mieten. Für Mieten. Ja, Okay. der hat keinen Frontlader. Interessant, wenn wir gleich einen holen mit Frontlader, gell? Wäre nicht schlecht, ja. Kann der mit Frontlader ausgestattet werden? Nö. Kann der Case das? Frontladeranbau, ja, okay, dann nehmen wir den. Den 240er brauchen wir dafür und Radgewicht, nee, das brauchen wir nicht. Standard reicht. Raps ist leer. Wir haben Sonnenblume und Sojabohnen und alles Mögliche haben wir. Das bringt mal viel Also, Geld. Mieten. Ja, Forstwirtschaft bringt viel Geld. Und sonst ist es der gute Raps. Nee, Bohnen. Bohnen. Also ein Gewicht im Bauch brauchen, gell? Sonst wird es glaube ich nicht laufen. Gewicht. Kaufen wir ein großes, 2500 Kilo. Boah, das ist nicht so teuer und kostet. Gomez Rich. Kommt ich jetzt besuchen?
So. Wo steht die Saatgutpalette? Hier, dann kannst du sie gleich auffüllen. Wie steht das? Die Saatgutpalette ist weg. Ach, holy shit. Nicht mehr voll noch. 33% Weiz. So. Gibt's da auch größere Paletten? Was? Nein, das sind Standardgrößen. Ja, da brauchen wir ja tausende Paletten. Wie ist denn das mit dem Marker? Du kannst aber auch, glaube ich, in Paletten abfüllen, wenn du auf dem Hof bist. Kann sein. Das heißt, du könntest, glaube ich, Getreide auch selber als Palette ab. War das Standard oder war das ein Mod? Weiß ich nicht. Standard muss das, glaube ich, sein. Weil du kannst Kartoffeln und Rüben auch in Paletten abfüllen. Ja, das heißt, du musst aber zuerst Paletten kaufen dafür, oder? Nein. Die kaufst du automatisch mit. Ja, wo füllst du das denn ab, hä? Das weiß ich jetzt nicht. Was war ein Hupen? Null. Wie so ein Trecker treffen. Auf die Fahr auf den Highway und überhole die Autos. Auf der Hauptstadt. Ja, du. Bretter hin mit 53. Zum Rammes. Zum Rammes und Rummes. Fahr ja durch den ganzen Ort. Irgendwie funktioniert der Blinker nicht ganz, ne? Ne, das ist ein bisschen. Wahrscheinlich auch, weil wir zwei Systeme. Ja, Singleplayer hat funktioniert, deswegen wundert mich. Vielleicht Multiplayer ein bisschen buggy. Ja, vielleicht ist das dann nicht so ganz. So, wer ist fertig, das jetzt noch zu machen? Ach, da wo gerade Melok unterwegs ist, oder? Genau, 14 glaube ich ist das. Muss erstmal Saatgut danken gehen. Wieso hast du jetzt eigentlich nur 33% getan? Weil nicht mehr drin war, in ganz hart. Der hat noch eine Palette gekauft. Ja, hätte die Marke dann gestimmt. Kaufen wir uns da jetzt was? Oh Gott, holy shit, das kostet. Dann hör doch auf damit. Ja, ich muss ja füllen. Ey, 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 der Typ gibt Geld aus. Prima, nie neue Maschinen. Jetzt haben wir gerade eine neue Maschine gekauft, damit wir schneller vorankommen. Ja, und ich erwirtschafte gerade Geld. Aber kannst ja gleich mal unseren ganzen Dünger dort entleeren. Es ist schon leer. Alles, was rumsteht. Ich weiß nicht, was die anderen. Der andere Dings ist irgendeine Bio-Kacke-Dingsbums. Ja, ich weiß, ob die Bio-Kacke gut ist. Die kann ich nicht aufladen. Vielleicht geht das eine nur mit dem N und das andere nur mit dem A. Wahrscheinlich, ja. Also, dass man entweder oder. Weil Bio-Kacke wird besser sein. Das weiß ich nicht. Sonst steht da ja nicht Bio-Kacke drauf. Das sehen wir da nie. So, V. Ey, wieso fahr ich eigentlich so schnell komme ich aber nicht hinterher. Du brauchst auch nicht kubbern. Brauch ich nicht? Nein. Deine All-in-One-Maschine. Genau. Ja, sag das doch gleich. Haben wir doch. Deswegen haben wir uns ja extra die teure geleistet. Da sparen wir uns jede Menge Zeit. Können wir schneller ernten. Das stimmt. Haben wir eigentlich einen Hochdruckreiniger? Ja. Gegenüber von der Saatgut-Dingbums auf der anderen Seite.
Ah, da. Hey, nicht so schnell, Junge. Ich glaube, der Schlepper ist noch immer zu schwach für die Maschine. Sentinel wäre es gewesen. Tasten hier feines. Ganz schönes. Düngen könnte man eigentlich, gell? Typisch Sketch wieder ausgehen. Ja, aber eine Düngemaschine bringt uns ja sicher viel mehr ein, als wir sie kostet, oder? Ja. Wir könnten auch mal was verkaufen. Ja, die alten Gruber, alte Sämaschine können wir schon verkaufen, ja. Aber tut sie zuerst reparieren, weil wenn sie reparierst, kriegen wir mehr dafür. Und halt hin. Preise. Aber nochmal zum Gomez. Zum Gomez. Dass die Maschine fahren ist gar nicht so leicht. Das glaube ich. Die sind schon wieder so groß. Jetzt beschwer dich doch nicht. Das ist so hohe Ansprüche. Schon, gell? Arg, schlimm. Ich bin der Einzige, der da aktiv arbeitet. Hey, ich mach sauber. Ja, das ist nicht aktiv arbeiten, das ist rumspielen. Ja, dann mach sauber, reparieren Gruber und schaff ihn fort. Ja, verkaufen. Okay. Genau, so ist die Maschine. Trecker können wir vielleicht noch bekommen. Ja, die lassen wir nochmal. Wo ich hätte durchaus gern mal etwas schneller aus. Ja, mit 42 ist es halt schon ein bisschen. Ja, man, du kannst jetzt dann während Dings den großen Schlepper haben zum Fahren. Weil die brauchen wir jetzt dabei nicht. Die brauchen wir nur, wenn wir mit der Sämaschine arbeiten. Das ist natürlich recht. Da können wir uns so einrichten, dass wir nur verkaufen, wenn. Genau. Amen. Oder wir nehmen einfach einen Kurs an. Obwohl wir später haben wir ja eh nichts mehr draus verkaufen. Das stimmt. Ja, jetzt nur die Silos. So, kannst haben den Schlepper. Ja, jetzt bin ich gerade wieder beim Gomez. Achso, ja. Weg da! Juhu, stehen bleiben. Also ich bräuchte auch mal eine Reinigung. Und Ed auch. Ja, also wie gesagt, ich wasche mich ja nur einmal im Jahr, zu Weihnachten. Früh genug. Ja. Kann man eigentlich den Wegpunkt da wieder zurücksetzen? Marke aufheben, so. Ich würde hier ein paar Bäume fällen und sie dann aufladen auf seinen Henker.